Gib dir sogar 10 Minuten. Vielen Dank. Weißt du was? Ich nehme mal kurz den anderen Dingsbums. Den anderen Kopfhörer. Und hör mal, wie es rauscht. Nee, das hört sich eigentlich gut an. Das Rauschen liegt daran, dass ich das Fenster offen habe. Das bedeutet, das rauscht nicht, weil es rauscht, sondern du hörst es, weil das sind die Straßengeräusche und der Busch, der Wind im Busch vor meinem Fenster ist das. Ah, okay, gut. Das kann manchmal passieren. Das kann manchmal passieren, manchmal nicht. Naja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Press any key. Nee, Load Game nicht. Ich hab's, was war das? So, Game. Cursor Speed, Kamera Shake, ja, ist alles okay. Language, Englisch, Chinesisch. Ach du Scheiße. Okay, wisst ihr Bescheid? Ich mach's noch ein bisschen leiser. Soundeffekt, Voice, ist alles okay. So, Grafik. Jawohl, machen wir das. Wenn schon, denn schon. So, Spiel. Okay, wunderbar. New Game. Ich versuche so gut ich kann zu übersetzen. Und dann schauen wir mal, ne? New Profile cannot be saved here. Please delete the old profile. Ja, wie lösche ich das denn? Okay. So, das war nämlich Dingsbums, der Classic Experience for Action Game Veteran. You can switch to Standard Mode. Was ist Standard Mode? Standard Experience Sammel von New Players. Ja, komm. Machen wir mal New Players rein. Ich hoffe, dass alle Zuschauer dementsprechend auch mal ein bisschen, wie heißt, ein bisschen Interaktion haben. Mir spielen Nu Beta. Ich habe mir, wie gesagt, die Demo reingezogen, deswegen der Spielstand. Ich habe irgendwie so ein komisches Kratzen im Hals. Da bin ich die ganze Zeit am... Hallo? Achso, das ist noch Prolog. Okay. Es gibt keinen Voice, deswegen muss ich das so ein bisschen vorlesen. So. Das ist der Ort. Im Schloss. Wir müssen einfach nur den Thron erreichen und dann... Vielleicht kann ich dann etwas lernen, woher ich komme. Was zum... Eine Katze? Kitty Cat? Wir müssen die erst noch retten. Ups, ich hab's das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss diese kleine schwarze Katze zuerst finden. Diese kleine schwarze Katze wird mich leiten. Alles klar. Alles klar, lass uns losgehen. Wunderbar. Ja, dann auf, Mädchen. Aber Dragon Quest war auch ein cooles Game. Hat mir sehr gut gefallen. Leider hat's kaum jemanden interessiert. Ja. Ich hätte ja Dragon Quest Heroes 1 gerne weiter fertig gespielt. Dragon Quest Heroes 2 habe ich fast fertig gespielt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber irgendwie hat es niemanden so wirklich interessiert. Obwohl Dragon Quest Heroes 2 wirklich sehr stark actionreich war. Vor allem die Schlacht, wo man mit Caesar und mit Gronkh irgendwie und so ein bisschen verbinden mussten. Ja, Gronkh ist da in dem Spiel nicht der Let's Player oder der Streamer, sondern Gronkh ist da so ein großer Höhlentroll, so ein General. So, was haben wir denn? Ich finde Dragon Quest nice, bin so ein kleiner Fan. Das weiß ich. Aber als ich Dragon Quest gestreamt habe, es waren wirklich zu wenig Leute da, dass mir das Spaß macht. Generell bin ich gerade so ein bisschen in einem YouTube-Tief, weil egal wie viel Mühe ich mir gebe oder was ich halt für Videos mache oder sonst was, oder mir extra Spiele dafür hole, aus irgendeinem Grund, wir können springen, wir können... Ah, ups. Ja, wenn die Energie leer oben gelb, die gelbe Energie leer ist, dann fällt die auf die Schnauze. Wir können mit unserem, wir können zuschlagen, wir können schießen, wir können zielen und schießen. Und wir können natürlich einen Zauber vorbereiten und dann... Piu!
alter Schwede. Naja, fühlt sich so ein bisschen träge an die Steuerung, aber es ist halt in Unity gemacht, dementsprechend ist es einfach so. So, was haben wir hier? Halte LT zum Zielen und den rechten, um Magie zu launchen. Okay, und was haben wir hier? Halte den Right-Button gedrückt, alles klar. Ja, schlagen, springen. Oh, du Ratte! Du Lümmel! Das ist deine Zähne von mir. So. Okay, wir haben nur die Arkane Macht Level 1. Jawohl! Ich glaube, die aufgeladenen Zauber... Ja, generell, nee, ich meine generell, also... tief, natürlich, klar. Aber ich meine generell so YouTube- und Videomäßig. Weil es einfach nichts bringt. Few tips. Stay close to the blue crystal to regenerate mana faster. Alles klar. Wenn wir in der Nähe vom blauen Kristall stehen, dann steigert sich unser Mana am besten. Unten links sehen wir, wie viele Gegnerseelen wir haben. Das bedeutet... Au! Du Lümmel. Du Lümmel! ja, der hat uns ordentlich eine Bitchlap gegeben. Aktuell ist es halt so, nicht generell, dass es eine Phase ist, sondern generell hinterfrage ich alles so ein bisschen. Nicht alles, sondern einfach nur wegen YouTube und so ein Kram. Einfach, weil auf meinem Channel, wie man sieht, die Aufrufzahlen sind mir eigentlich relativ egal, aber es ist halt keine Aktivität. Das gefällt mir nicht. Oh, press L when moving between dash and run. Alles klar. Nubeta may stumble when dashing with low stamina. Alles klar, okay. Das bedeutet, wir können rennen. Aber wenn wir keine Ausdauer haben, dann fällt die auf die Schnauze. Und hat Probleme. Okay. Hast du mich besucht, du Lümmel? Nee. Vergiss es. Lass deine... So, hier wird uns gezeigt, dass wir aufladen können. Jawohl. So, wir können uns so ein bisschen bewegen und hinter den Säulen verstecken. Die Frage ist, wer hat uns denn jetzt abgeschossen? Also wie gesagt, in der Demo bin ich auch bis hierhin und ein bisschen weiter gekommen als hierhin. Und ich muss sagen, das macht unerwartet viel Spaß. Treffe ich den da? Jawohl. So. Ich glaube, mit dem aufgeladenen Schuss ist das richtig gut. Wow, 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 wow. Oh, du Lappen. Jetzt aber. Wunderbar. Naja. Wollen wir mal schauen. In der Demo bin ich nicht... Ich habe gedacht, es liegt an der Demo. Aber ich glaube, das liegt nicht an der Demo. Und zwar wird mir irgendwie gesagt, dass ich an die Truhen rankommen soll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich das mache. Weil irgendwie das Springen nicht so funktioniert. Man sagt, wenn man springt und zuschlägt, kriegt man ein bisschen... bisschen Speed, aber irgendwie klappt das nicht. Na gut. Ups, ja, wenn sie kein Stamina hat, fällt die Kleine hin. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. So, mal aufladen. Da hinten wartet nämlich noch ein Feind. Haha, schluck das, du Lümmel. Deiner fässt die Kleine an. Alles klar. So. To open a chest, hit the chest with your star. Ah.
Und Lebenskristall. Der gibt mir nur Leben wieder, ne? Okay. Entschuldigung. Da habe ich jetzt einfach mal noobmäßig das Item verbraucht, um es zu testen. Na, die hat so ein bisschen Knockback. Jawohl. Oh, das ist nicht schlecht. Die macht ein bisschen... Okay, der Kristall also löst die Barriere unten auf. Okay, super. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch einigermaßen. Ich werde jetzt gleich nochmal die YouTube-App erneuern, weil wir hatten eben 5 Zuschauer. Davon ein Schweiger. Ich nehme an, das ist so ein Daumen nach unten Spasti gewesen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese ganzen Florenzia-Trolle, die sind immer noch dabei. Das ist traurigerweise ist das so. Letztens habe ich auch einen neuen Abonnenten dazu bekommen. Diamond X. Und da, als der dann angefangen hat, mich zu abonnieren, kamen natürlich die ganzen Daumen nach unten direkt hoch. Nein, wieso komme ich da? Ah, okay. Warte mal, vielleicht kann ich von da oben... Ich will an diese Truhe dran. Naja, auf jeden Fall kam natürlich dann diese Instant-Daumen nach unten. Und das ist ein bisschen dumm. Warte mal, kann ich hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Warte mal, vielleicht kann ich hier... Warte, ich kann das mit dem Doppelschlag machen. Okay. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Das geht mit dem Doppelschlag, alles klar. Ich muss aber vorher noch meine Energie regenerieren. Jo, ihr könnt gerne noch ein bisschen dazu quatschen, wie euch das Spiel so gefällt. Ich muss sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß. Es hat geklappt. Oh, geil. Habe ich in der Demo nicht hingekriegt. So, was haben wir hier? Pickup Expansion Pack. Oh, geil. Neue Inventarslot. Herrlich. Okay, ich kann zweimal schlagen. So. Hier wartet doch bestimmt irgendwas. Ah, es geht ganz schön Wind draußen. Was an sich nicht schlecht ist. So, was haben wir hier? Okay, Ability auf Ability Erhöhung upgraden und traden, tauschen. When praying on the Statue, also wenn wir an dieser Statue, wenn wir an der Göttinnenstatue beten, können wir unsere können wir aufsteigen und Items traden. Alles klar. So. Pray. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben 96. Wir können unsere... Ich mache mal ein bisschen Mana. Ein bisschen Ausdauer vielleicht. Und Intelligenz. Okay, wir brauchen 24. Okay, haben wir nicht. Alles klar. Wunderbar. Schön. So. Also ich muss leider doch wieder gehen. Mein Hund ist leider aktuell krank und ich muss mich jetzt meine Schwester um ihn in die Notfallklinik. Ihm geht's. Oh, schade. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du reingeguckt hast. Vielleicht bis später, aber trotzdem vielen lieben Dank. Gute Besserung an deine Schwester und an den Hundi. Oder an deinen Hundi auf jeden Fall. Oh, du Lümmel. So. Oh, die hat ein Pflaster am Knie.
So, was haben wir denn hier? Charge a Spell. Ja, das mach ich doch die ganze Zeit schon. Oh oh. Kommen drei Gegner. Ah, ich verstehe. Okay. Wir müssen den Kristall hier zerstören. Wir kommen da aber nicht durch. Dementsprechend, die kommen auch immer wieder. Das bedeutet, wir müssen hier unseren... Alter, was hat der denn für eine Range? Übel. So. Die Gegner zu besiegen hätte nichts gebracht. Die werden von dem Kristall immer wieder neu gespawnt. Gespawnt und dementsprechend einfach den Kristall killen und dann fertig. Hat uns ein bisschen Leben gekostet, aber in der Nähe von dem Kristall können wir uns ja ein bisschen regenerieren. Super. Die Musik ist cool. Das Spiel macht doch übertrieben Spaß. Eigentlich wollte ich heute nicht streamen, habe ich ja zu euch gestern schon gesagt, aber ich habe mir gedacht, das Spiel würde ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Jetzt ist wie gesagt nur ein Showcase. Ich glaube nicht, dass ich das mal wirklich Let's Play oder streame, vielleicht mal anzocke. Ja, gucken wir mal, ne? Oh nein, Katze! Miau! Katze! Ich hab dich gefunden, Little One. Kleines. Ah, die Katze ist in Gefahr. Hast du da hin? Okay, Spell ist geladen. Okay, die Katze ist da einigermaßen sicher, wird aber trotzdem attackiert. Dementsprechend mache ich das Stück für Stück. So, der ist hinüber. Oh, ich habe zwei getroffen, das ist super. Jawohl. Perfekt. So, jetzt will ich gucken, ob es hier noch irgendwelche Fässer gibt oder so, die ich zertrümmern kann. Nein? Okay. Zwischensequenz. Hallo Kätzchen. Miau. So, ich will mal gucken, wie es heute aussieht. Ich kann auch natürlich den Titel jederzeit ändern. Das ist der Vorteil. Das ist halt der Vorteil an der YouTube, an YouTube. Weil ich nämlich da ganz einfach Dingsbums machen kann. Ach man, bin wieder neben dem iPad heute eingepennt. Manchmal mache ich es halt immer so, dass ich das iPad nehme, mache mir eine Playlist an und dann penne ich ein. Und das Problem allerdings daran ist, dass ich dann immer so ganz viele Schmierereien auf der Scheibe habe. Fingerdatscher oder irgendwelche anderen Sachen. Naja, kriegen wir schon hin. So, abbrechen. Nein. Hallo, ich habe abbrechen getippt. Was zum... Wenn ich abbrechen tippe, dann meine ich abbrechen und nicht Amazon. Ach, übel. Okay, ist okay. Du kannst runterkommen. Miau. Na okay. Alles klar. Das Mädchen und seine Katze sind wieder vereint. Wunderbar. Glücklicherweise bist du nicht verletzt. Du bist jetzt in sicheren Händen. Komm, setz dich in meine Tasche. Ich will dich beschützen. Alles klar. Wie sie da rausguckt. Du leitest mich, richtig? Okay, super. Katze wird uns führen und dafür werden wir sie beschützen. Das ist schon mal super. So, hier gibt es noch ein paar Vasen. Die geben uns aber nur Energie. Okay, die geben uns keine Monster-Essenzen. Aber wir haben wieder 69.
So, das ist zu, das ist offen. Ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwo anders dahin kann. Aber ich glaube, das war nicht der Fall. Okay. So, ich will nicht zu weit rumrennen, sonst fällt die Kleine wieder hin. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr so zu diesem... wie ihr das Spiel so findet. Oh, du Ratte! Ich weiß, dass sich die Steuerung so ein bisschen schwammig anfühlt, aber ist okay. Ich meine, das Spiel ist noch in der Early Access Phase. Obwohl ich allerdings nicht glaube, dass es noch irgendwie, wie heißt's, weiter, wie heißt's, dass es irgendwie weiterkommt. So, ich nehme an, hier geht's weiter. Jawohl, das hat ihn ausgenockt, das war super. Aber er hat uns jetzt gesehen. Super. So. Und hier kommen wir wahrscheinlich zum, zu der Truhe. Au! Du Lümmel! So. Das habe ich mir gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab mir gedacht, dass dir das Spiel gefällt. Ah, primäre kleine Verteidigung. Das bedeutet, wir können das Item benutzen, wenn wir ein bisschen Probleme kriegen. Ah, in den Vasen können also doch Monster-Essenzen drin sein. Ich nehme sie einfach mal Monster- oder Energie-Essenzen, je nachdem. Hat so ein bisschen was von Dark Souls, muss ich sagen. Dieses Sammeln und dadurch aufsteigen. Bin mal gespannt, ob wir heute mehr zugucken als gestern, ob heute mehr Zuschauer kommen als gestern. Was ich allerdings nicht glaube. Sekunde. So. Elementarmagie. Okay, Level 0. Midrange, Single Shot Magie, Change of Attack, Release. Alles klar, okay. Wissen wir Bescheid? So, bis gleich. Hier muss doch irgendwas... Er sieht für mich so nach Boss aus. Was haben wir hier unten? Noch was Zunes. Lass mich raten, ich muss mit der Statue, irgendwas machen und dann kommen gleich Gegner an. Ah, Inferno Life Crystal. Okay. So, will ich mal was gucken. Beaten. So, kann ich mich jetzt... Change Abilities. Ich mach mal 81. Ich denke mal, wenn ich 81 Stamina und... Das passt eigentlich. Ich mach mal ein bisschen Stärke. Und ein bisschen Energie. So, traden. Ich verstehe. Okay, alles klar. Können wir also Items wechseln. Profil wurde gespeichert. Some items come with a curse. If Nobeta fails, when she is cursed, she lost part of her soul essence. Ah, ich verstehe.
The higher curse value, the more souls a sense new beater lose. Okay. Praying to the side of Gobbis can lift the curse. Alles klar. Manche Items sind verflucht und wenn wir verflucht sind, verlieren wir einiges an unserem Seelenprozess. Und höhere Flüche bedeuten, also je höher ein Item oder stärker ein Item verflucht ist, desto mehr Seelenessenzen verlieren wir. Und wenn wir an einer Statue, wenn wir einer Göttinnenstatue beten, dann können wir die Flüche verlieren. Gut, die Frage ist, wo müssen wir lang? Müssen wir jetzt nach oben oder müssen wir nach unten? Ich weiß nicht, ob ich nach unten will. Jetzt sind wir wieder alleine, Sky. Ich gehe hier ein bisschen langsam vor. Oh oh. Ich glaube, jetzt wird's ernst. Das sieht nach Boss aus. Inferno Magic Crystal. Den nehme ich mal. So, press R to lock the enemy. Okay. When low mana, attack with your staff to perform a well timed dodge your mana. Alles klar, okay. Oha, der erste Bossgegner. Interessant. Wir wurden aber gut ausgerüstet. Och, ist klar. Die Kleine gegen das Vieh. Was ist das? Oh je. Ah! Oh nein! Bitte nicht! Eine Sekunde. So, warte mal, warte mal. So, bearbeiten. Ich habe nämlich einen Schreibfehler drin. Hallo iPad, hör auf mit der Autokorrektur. Nix Witcher. Kommt, Sekunde. So. Hallo, ich würde gerne ein Komma machen. Oh, Apple, du gehst mir gerade so auf den Sack. So. Ah, okay, verstehe. So, wunderbar. Sekunde. Oh, du. Oh, voll in den Rücken. Grüß dich, Movie. Die Musik ist schon cool, ja. Wir können nicht sterben. Wir haben eine kleine Katze im... Au!
Weißt du was? Ich nehme das hier. Und... Jawohl, der hat gesessen. Einfach weiter drauf schießen. Oh, der hat ganz schön Energie. Okay. Einfach... Boah, ist das gemein! Dieser Lümmel! Habe ich nicht den anderen Kristall gesammelt? Wieso? Ich bin noch gesprungen! Okay, ist kein Problem. Ich sollte... Ah, ich bin verflucht. Ich verstehe. Ich glaube, ich sollte die Knockback-Zeit von dem Typen benutzen, um... Alles klar, ich habe beim Ausweichen also Unverwundbarkeitsframes. Hallo, ich habe dich anvisiert. Au, das hat jetzt wehgetan. Hallo, ich hab... Oh. Da hat wohl jemand zu viel Dark Souls gespielt und wollte das im Anime-Style rausbringen. Ja, komm, jetzt übertreib mal. Übertreib doch mal. Ich bin noch ausgewichen. Oh, Mist. Ich würde gern... Ja. Es ist so typisch Anime-Stil. Dass du während des Aufstehens immer noch getroffen werden kannst. Ja, genau das meine ich. Ich meine, wenigstens bin ich nicht so schnell tot. Ach, Mist. Ja, ich habe den Kristall verloren. Ja, natürlich. Also, das hätten sie irgendwie... Naja, ist halt ein Trash-Spiel. Och, Mann. Ich bin nur echt... Ich stelle mich gerade richtig doof an. Weiß ich, hier den Dark Souls-Skiller rauslassen, aber dann bei so einem Spiel verkacken. Meine Güte. Willkommen zurück, Justin. Und grüß dich, Lottchen. Ich bin noch echt zu blöd gerade. Ich brauche auch zu lange zum Aufstehen. Super. So.
Kann ich wenigstens Item hier bekommen von? Nein. Unbekannter Wächter. Den haben wir geklatscht. Das lief super.